Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Input-Video zur 10. Sitzung des Seminars Sprache und Diskriminierung. Das Thema der Sitzung ist Sexismus und Misogynie, vor allem am Beispiel von Anzeigenwerbung. Doch bevor wir uns mit diesem Thema beschäftigen, zunächst ein kurzer Rückblick auf die letzte Sitzung, wo wir uns mit Heteronormativität und Homofeindlichkeit auseinandergesetzt haben. Und wir hatten zunächst gesehen, dass Heteronormativität, also die Ansetzung von Heterosexualität als Norm, eine Quelle für habituelle und strukturelle Diskriminierung auf vielen, vielen Ebenen ist. Wir hatten uns mit dem Text von Didier Eribon beschäftigt, der in sehr ergreifenden und anschaulichen Worten schildert die identitätskonstituierende Macht homofeindlicher Beschimpfungen, vor allem, dass Homosexuelle häufig zu so einer Art Doppelleben genötigt werden. Wir hatten uns beschäftigt mit typisch heteronormativen Betrachtungen von Homosexualität, dass es zum Beispiel etwas ist, was nur im Privaten seinen Raum haben darf, aber nicht zu sehr sichtbar werden soll. Und wir hatten uns dann mit Kommentaren auf der Facebook-Seite der AfD zu einem Post zur Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen PartnerInnen mit solchen Kommentaren beschäftigt, hatten gesehen, dass da ganz häufig Natur oder Natürlichkeit als Legitimationsressource für Homofeindlichkeit mehr oder weniger deutlich ausgetragene Homofeindlichkeit herangezogen wird. Das in aller Kürze der Stoff der letzten Sitzung und wir kommen nun zum Thema Sexismus. Und da ist es zunächst wichtig, sich nochmals an die Theorie des Doing Gender zu erinnern, denn die ganze moderne Sexismus-Diskriminierungsforschung baut auf diesen Ansatz auf. Sie erinnern sich vielleicht an der Einführungsvorlesung, falls Sie die bei mir gehört haben sollten, wo ich diesen Ansatz schon mal vorgestellt habe. Da ist ein Perspektivenwechsel mit markiert, weg von der Frage, wie Geschlecht den Sprachgebrauch prägt, hin zu der Frage, wie Geschlecht als soziale Ordnungskategorie sprachlich hervorgebracht und relevant gesetzt und schließlich auch sprachlich fortgeschrieben wird. Also weniger die Idee, dass das Geschlecht die Sprache prägt, als vielmehr umgekehrt. Die Sprache prägt das Geschlecht und hier ist eben Geschlecht in einer ganz spezifischen Weise gemeint. Das, was wir eben mit dem Terminus Gender normalerweise referenzieren. Geschlecht als soziale Ordnungskategorie, dass wir Menschen einteilen in männlich-weiblich, dass wir unsere Praktiken danach ausrichten, dass wir Toiletten getrennt setzen, dass es das Kinderspielzeug in rosa und in blauen Farben beworben wird, je nachdem, ob es für Jungs, für Mädchen ist und so weiter. Das zieht sich durch alle möglichen sozialen Ebenen durch und welche Rolle die Sprache hierbei spielt, das wird dann untersucht. West und Zimmerman, die diesen Ausdruck Doing Gender in Anschluss an Irving Goffman geprägt haben, die beschreiben Gender deswegen in einer ethnomethodologischen, prozessualen Perspektive als ein Accomplishment, als eine Vollbringung sozusagen, eine Routine, Methodical and Recurring Accomplishment. Das, was wir immer wieder aufs Neue reproduzieren in unserem Handeln. Und sie schreiben dann noch weiter, Doing gender involves a complex of socially guided, perceptual, interactional and micropolitical activities that cast particular pursuits as expressions of masculine and feminine natures. Hier ist Nature in Anführungszeichen gesetzt und die Idee dahinter ist es also, dass wir eine ganze Reihe von Wahrnehmungspraktiken haben, von Interaktionspraktiken und mikropolitischen Aktivitäten, wie es hier heißt, die gedeutet werden oder zugerichtet werden als vermeintlicher Ausdruck männlicher und weiblicher natürlicher Eigenschaften oder Wesen, natürlicher Wesenhaftigkeit. Ja? Und das Ganze funktioniert über ein ganz bestimmtes Scharnier, das wir schon im Kurs besprochen haben, nämlich über Stereotype, dass also dass Männern und Frauen bestimmte Stereotype, Verhaltensweisen angeheftet werden, die als Ausfluss einer natürlichen Disposition gedeutet werden. Dass zum Beispiel Frauen emotionaler sind oder Männer haben einen natürlichen Drang, dominant aufzutreten und so weiter. Das wären alles solche Argumentationen, die in diese Richtung reinspielen. Und da kommen wir jetzt dann auch hin zu über den Begriff der Stereotypie. Wir hatten das ja besprochen bei Uta Quasthoff, die es definiert hat als
vereinfachende und häufig emotional aufgeladene und häufig auch in Abwertungskontexte eingebettete Urteile, vor allem über Personen. Das sind Stereotype und damit ist natürlich das Tor geöffnet für Diskriminierungen. Und Sexismus ist nun eine bestimmte Sonderform von Diskriminierung, die mit Makkonen mal so definiert werden kann. Der Begriff Sexismus beschreibt eine Ideologie oder ein Verhalten, das sich auf Stereotypen von sozialen Rollenbildern bezieht und sich auf geschlechtsspezifische Unterschiede stützt. Diese Art von Stereotypisierung lässt sich häufig auf ein historisches Vermächtnis der weiblichen Unterdrückung in einer männlich dominierten Kultur zurückführen. Also wir haben Stereotypen mit sozialen Rollenbildern, haben eine gewisse Ungleichheit, dass Unterschiede aufgemacht werden zwischen Männern und Frauen und es gibt gleichzeitig ein typischerweise sich in diese Unterschiede eingeschriebenes asymmetrisches Machtverhältnis, das Patriarchat, wie wir auch sagen könnten, und die weibliche Unterdrückung. Das heißt, es gibt sowas wie eine strukturelle Benachteiligung von Frauen und dass es sie gibt, daran besteht kein Zweifel. Anders ließe sich ja nicht erklären, warum zum Beispiel in Führungsebenen Frauen so massiv unterrepräsentiert sind, warum es sowas wie Gender Pay Gap gibt. Und es gibt also diese strukturelle Benachteiligung und die Sprache spielt hier eine nicht unwesentliche Rolle. Eine Möglichkeit nämlich heißt es hier bei Becker, strukturelle Benachteiligung aufrechtzuerhalten und die Privilegien einer Gruppe zu schützen, hier der Gruppe der Männer, ist die Verbreitung legitimierender Ideologien und Vorurteile über die benachteiligte Gruppe, hier die Verbreitung sexistischer Einstellungen. Sie erinnern sich an die Sitzung zum Thema Vorurteile, wo wir bei Zick gelesen hatten, Vorurteile legitimieren Ungleichwertigkeit, Ideologien der Ungleichwertigkeit, genau das taucht hier wieder auf. Und der Sexismus nun, der ganz offen zutage tritt, ist wie viele andere Formen des Rassismus auch inzwischen, wie soll man sagen, wird mehr und mehr sanktioniert im öffentlichen Diskurs. Wir hatten schon besprochen, dass so ein ganz offen zur Schau getragener Rassismus, wir finden den natürlich auch in rechtsextremen Kontexten zum Beispiel, aber es gibt eben auch eher sozusagen subtilere Formen, kamouflierte Formen und genau das können wir auch beim Sexismus beobachten. Das wird hier von Becker beschrieben als moderner Sexismus, der vor allem zwei Säulen hat. Es wird zunächst mal geleugnet, dass es Diskriminierung gibt. Indem es heißt, Frauen werden doch gar nicht benachteiligt. Es gibt doch hier ganz viele Programme extra für Frauen und es kippt doch sogar ins Gegenteil. Inzwischen werden doch sogar Männer diskriminiert. Und zugleich aber werden Maßnahmen abgelehnt, die darauf abzielen, Ungleichheit abzubauen. Diese Maßnahmen werden abgelehnt. Ja? Und das ist nun so eine Janusköpfigkeit dieses modernen Sexismus. Einerseits wird Diskriminierung geleugnet, werden aber auch Maßnahmen abgelehnt, die Diskriminierung weiter abbauen. Und das können wir an vielen, vielen Stellen beobachten. Becker beschreibt auch, dass der moderne Sexismus häufig Formen des sogenannten ambivalenten Sexismus annimmt. Hier spielen zusammen und verflechten sich hostile und benevolente Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber Frauen. Also wir haben einerseits klar misogyne Einstellungen. Wir haben aber teilweise auch das, was häufig mit diesem vermeintlichen Ideal der Ritterlichkeit verbunden wird, dass Frauen besonders unterstützt werden und auf Händen getragen werden und sowas, was durchaus benevolent daherkommt, was aber Frauen eben doch wieder auf bestimmte Rollen festlegt und deswegen ist es gleichwohl sexistisch. Das heißt, wir können an vielen, vielen Stellen beobachten, dass pejorisierende, wie wir sagen können mit Langhornscheid, stereotypisierende Zuschreibungen weiblicher Eigenschaften, Dispositionen, Verhaltensweisen und so weiter in unserem insbesondere sprachlichen Handeln fortgeschrieben und verfestigt werden. Und all das gilt es in den Blick zu nehmen, wenn man sich mit Sexismus beschäftigt. Wie manifestiert sich Sexismus sprachlich? Da kann man verschiedenste Ebenen nennen, hier mal so eine lose Auflistung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben natürlich jede Menge Schimpfwörter, die von ihrer konventionalisierten Bedeutung her der Herabwürdigung von Frauen als Frauen dienen, ja? Also die sich auf das Kollektiv tatsächlich beziehen. Es gibt eine ganz interessante
Asymmetrie, da es wesentlich weniger Schimpfwörter für Männer gibt. Ja, also wir haben sowas wie Schlampe, Dorfmatratze und diese ganzen Geschichten. Für Männer gibt es wenig Schimpfwörter. Es gibt zwar auch Bezeichnungen für Männer, die angeblich mit allen Frauen des Dorfs schlafen und so weiter, aber das sind keine Schimpfwörter. Ja? Und da gibt es ein Ungleichgewicht, was mit Lan Hornscheid interessant zu analysieren wäre. Das leitet auch über zum nächsten Punkt. Weiblichkeit wird immer wieder als Priorisierungsressource verwendet, wenn zum Beispiel Männer sich gegenseitig aufziehen mit Worten wie zieh dir den Rock an oder im Fußball heißt es, wir sind doch nicht beim Frauenfußball oder ähnliches, wo also Weiblichkeit vor allem zur negativen, also Zuschreibung von Weiblichkeit vor allem als Abwertungsressource dient. Und das meint ja Priorisierung. Wir haben ganz wichtig das generische Maskulinum. Da kann man noch so viel drumherum argumentieren, dass es sprachgeschichtlich traditionell eben überkommen ist. Das ändert nichts daran, dass es eine Form von Sexismus ist. Wir werden uns damit noch beschäftigen. Mansplaining ist ein Konzept, was in den letzten Jahren in die Debatte gekommen ist. Die Eigenschaft oder häufig typisch männliche Verhalten, Dinge erklären zu wollen und zu müssen und vor allem den vermeintlich unwissenden Frauen gegenüber Dinge erklären zu müssen. Seien es politische Zusammenhänge, seien es Funktionsweisen von technischen Geräten und so weiter, woran man sehen kann, dass es häufig so die Annahme gibt, dass Frauen eben tatsächlich bedürftig sind, was Erklärungen anbelangt, und dass Männer in der Lage sind, diese Erklärungen zu spenden. Interessant sind solche Formulierungen, Sie als Frau. Ne? Was sagen Sie als Frau eigentlich dazu, womit auf eine subtile Art und Weise zu verstehen gegeben wird, dass allein das Frausein als solches schon eine von normalen Perspektiven abgesonderte Perspektive auf Welt bedingt. Und als solches ist es bestimmt eine sexistische Zuschreibung. Und wir haben als letzten Punkt in populärkulturellen Erzeugnissen wie Film, Fernsehen und eben auch Werbung, dass hier ganz massiv stereotype Rollenbilder bedient, transportiert und weiter verfestigt werden. Und mit diesem Punkt wollen wir uns vor allem auseinandersetzen. Dazu möchte ich Förster zitieren, nachzulesen in dem Aufsatz von Marschik und Dorer über Sexismus in der Werbung. Förster formuliert es so: Medien stellen Männer und Frauen nicht bloß dar, sondern sie produzieren auch Vorstellungen darüber, wie Männer und Frauen sind. Hier haben wir wieder diese Natürlichkeit, diese vermeintlichen masculine feminine natures, die West und Zimmermann meinten. Sie liefern Bilder von richtigen Männern und attraktiven Frauen. Auf unterschiedliche Weise arbeiten die Medien daran mit, die Beziehungen der Geschlechter untereinander und zueinander ins Bild zu setzen, zu reglementieren, zu verändern, zu stabilisieren und zu idealisieren. Wir alle können an solche Serien jetzt mal denken, wie Sturm der Liebe, zum Beispiel, was nachmittags, glaube ich, auf dem ZDF läuft, Seifenopern, aber eben auch Werbungen oder so Sachen, dass Talkshows, in der Mitte sitzen Männer und diskutieren, Experten, und am Rand steht eine Frau als Sidekick, so zu beobachten etwa in der Sendung Doppelpass. Frauen dürfen nie wirklich mitreden, sondern dürfen allenfalls zusätzliche Informationen liefern. Und auch hier werden natürlich Geschlechterrollen ins Bild gesetzt, reglementiert, verändert, stabilisiert, nee, nicht verändert, sondern stabilisiert und vielleicht auch idealisiert. Das heißt, es geht darum, anerkannte Werte und Normen, das, wovon man ausgehen kann, dass es in einer Gesellschaft zumindest unreflektiert gilt, diese Werte und Normen, diese kulturellen Muster, auch diese Bedürfnisse nach so einer Art zweigeschlechtlichen Orientierung, dass man die gezielt ausbeutet, und zwar für persuasiv manipulative Zwecke. Dadurch werden manche Dinge ausgeblendet, andere werden besonders hervorgehoben. Und darum sagt ja Pittner in ihrem Aufsatz, dass Werbung nicht so sehr ein Spiegel der Gesellschaft ist, da es eben ein Zerspiegel der Gesellschaft allenfalls ist. Ja, dass hier bestimmte Idealbilder gezeichnet werden und andere Dinge dafür in den Hintergrund gerückt werden. Aber gerade an so einem Textsorte wie Werbung lassen sich solche Stereotypien wahrscheinlich besonders gut ablesen. Dazu hatte ich Sie, hier gibt es noch da, genau, Hauptaspekte von sexistischer Werbung, haben Marschik Dorer mal aufgeführt.
was immer wiederkehrt, und das geht zurück auf eine Untersuchung aus den 80er Jahren und lässt sich heute immer noch so finden. Zunächst mal, dass Frauen auf ihre Sexualität reduziert werden, dass Frauen als Produkte dargestellt und auch umgekehrt Produkte als Frauen dargestellt werden, die irgendwie zum Beispiel begehrenswert sind, die es zu erobern gilt. Frauen werden häufig in Haushaltsumgebungen dargestellt. Eine Figur, die hier als typisch Frau beschrieben wird, also vermeintlich typisch weibliche Verhaltensweisen werden inszeniert, wir Frauen und so weiter. Kosmetische Zwangsjacken, damit ist gemeint, dass Frauen in die Rolle gedrängt werden, sich vor allem für Männer schön machen zu müssen. Emanzipation in Anführungsstrichen heißt hier, dass es schon sowas wie Emanzipation gibt, was in der Werbung gezeigt wird, also Frauen, die zum Beispiel dann auch mal Häuser bauen oder die auch Kredite abschließen, aber das wird also Dinge, die so ganz klassisch eher mit Männern in Verbindung gebracht werden, aber diese Emanzipation wird eben hier als eine erwerbbare Ware eingeführt. Und schließlich männlicher Zynismus, was wir immer wieder finden können, dass Frauen Gegenstand von anzüglichen Männerwitzen gemacht werden, auch in der Werbung. Ja? Sie fallen bestimmt ein paar Beispiele ein. Ich hatte Sie gebeten, vorbereitend in einem Padlet sexistische Werbeanzeigen mal zu sammeln. Dazu habe ich mir eine Gruppenaufgabe überlegt. Dazu bekommen Sie Infos per Mail. Das sind die Literaturhinweise für heute. Ich danke Ihnen. Tschüss.